Auf Nummer 2, der Mann aus Jamaika, Elino Steele. Auf Nummer 3, das ist der deutsche Halbmeister in diesem Jahr von LTDSHS Köln, Miguel Rigau. Dann auf der Wand 4, der Halbvize-Weltmeister in diesem Jahr mit der 4x400 Meter Staffel aus Großbritannien, Richard Buck. Die Wand 5 für den deutschen Meister des Jahres 2010. Für die LG Stadtwerke München ist er jetzt unterwegs, Kamge Gaba. Und auf der Außenbahn, das ist der deutsche Juniorenmeister des vergangenen Jahres, Vierter bei den letzten Junioren-Weltmeisterschaften, von der LG Nike Berlin, Marco Kaiser. Und das ist der erste Lauf jetzt über 400 Meter der Männer. Eigentlich habe ich mal Bock schnell zu laufen. Mein Körper will das nicht. Jetzt sind wir noch. Mein Körper lässt hinten mal Training zu. Ich fahre noch zu Freunden. Ja, weil hier liegt es ja nur am Dorf. Das habe ich ja. So, auf geht's für die 400 Meter der Männer. Ja, Kamge Gaba schließt auf der Gegengrad schon mal auf zu Marco Kaiser. Und versucht jetzt in der Kurve vorbeizugehen. Marco Kaiser hält dagegen. Und jetzt die lange Gerade vor Kamge Gaba. Richard Buck kommt innen. Auf der 2 noch Elino Steele, der Jamaikaner. Richard Buck, Elino Steele, das sind die ersten beiden. 55, 93, die Siegerzeit im ersten Zeitlauf. Und Carsten Diller steht bereit beim Stabhochsprung. 5,35 Meter, sein letzter Versuch. Wir sind eben selber schon beim Anlauf dieser Wind.